stärken und ermutigen. Von all dem haben wir heute so reichlich zu bieten. Das Wort Gottes zu hören und sich von ihm erfüllen zu lassen, den Klang der Musik und des Gesangs zu lauschen, das Miteinander zu spüren, auch wenn wir im Abstand zueinander sitzen, das tut doch einfach nur gut. Zur Musik sei gesagt, ich bin immer sehr dankbar für unseren wunderbaren Pastor Thomas Fehl. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass heute Abend Erwin für uns singt. Ja, ein Los entsprungen. Eines der wunderbaren Lieder, die mein Herz immer wieder erwärmen und mit Freude erfüllen. So wie ihr beide die Musik geradezu zelebriert, finde ich das hochspirituell. Spiritualität, möge der Geist Gottes in dieser Stunde unter uns sein und kraftvoll wirken. Bevor wir uns jetzt gleich wieder der Musik zuwenden, wer mag die dritte Kerze anzünden? Wir nehmen ein altes Adventslied auf und wir summen gemeinsam, singen dürfen wir nicht, aber summen dürfen wir, dass die Sonne dich empfangen. Ich summe ihn ein bisschen vor und dann steigen wir einfach zusammen ein. Thank you.
ein Horn des Heils im Haus seines Bruders David, wie er vorzeitig geredet hat, und durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern. Und gedächte an seinen heiligen Bund, an den heiligen Schwur unserem Vater Abraham, uns zu lieben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet der Höchsten sein. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du sein Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gibst deinem Volk in der Vergebung ihrer Sünde. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheinen denen, die sitzen in Finsternis und den Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den Weg des Friedens. Mm-hmm.
Ich mache jetzt eine Umfrage. Bitte um Handzeichen. Wer hat diesen Text verstanden und könnte ihn mit eigenen Worten wiedergeben? Bitte Hände hoch. Ja, ihr Lieben, jetzt wisst ihr, warum ich immer trauer und älter werde, weil ich mir immer noch den Kopf zerbrechen muss über diese Texte. Ich lese sie nochmal vor. Unser Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weil es sagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner Heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedenkte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hatte, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm diente ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor deinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du deinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilwebens, seinem Volk in der Vergebung der Versünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen im Finsternis und Schatten des Todes und durch unsere Füße auf den Weg des Friedens. Zacharias, der diese Worte spricht, ist der Vater des Johannes von Johannes der Täufer. Und 9 Monate, bevor er so redet, ist ihm der Engel des Herrn erschienen und hat ihm die Geburt seines Sohnes angekündigt. Da war der Prophet Zacharias von uralt und seine Frau Elisabeth ebenso. Ja, kein Wunder also, dass er fragt, wie über Engel soll es denn gehen? Der Priester des Herrn äußert Zweifel am Wirken Gottes. Man sollte es nicht meinen, sondern jeder denken, wenn einer keine Zweifel haben kann, dann ist es ja wohl ein Priester. Aber mich nicht. Zacharias ist auf Wunder nicht eingestellt. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir sind es auch nicht. In vielen Fällen würden wir doch auch erst einmal fragen, ja, wie soll das denn gehen? Das ist eine vernünftige Frage. Vom Verstand geprägt, doch vom Glauben, buchstäblich, himmelweit entfernt. Wie das gehen soll, ist im Grunde wohl auch nicht unser Problem. Man sollte schon meinen, dass wenn es einen Gott gibt, der auf Wege finden wird, die wir noch nicht einmal kennen. Weil es aber mir zu zweifeln hat, schlägt Gott in die Sprachlosigkeit. Und erst nachdem deine Frau, ihren Sohn Johannes, den späteren Zeuger, geboren hat, findet er deine Sprache wieder. Wir stellen uns mal vor, seine Frau 9 Monate schwanger, Zacharias 9 Monate sprachlos. Möglicherweise ging er während der Schwangerschaft seiner Frau in gewissen Sinnen auch mit etwas schwanger. 9 Monate ging er mit alten Wahrheiten schwanger, um neue Hoffnungen zu gebären. Ich darf Dietrich Bonhoeffer zitieren. Es liegt im Stillsein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Für uns, die wir im Hier und Jetzt leben, ist es schwierig,
meine Todesstelle zu entkommen. Es ist ebenso unmöglich, sich in vielerlei Regeln und Maßnahmen noch zurechtzufinden und sich nicht zu fragen, ob man wirklich keine Arbeit mit der Familie verbringen will oder ob es nicht besser ist, alleine zu Hause zu sitzen. Wer zermartert sich nicht den Kopf über diese Dinge und Fragen? Mir geht es jedenfalls so. Und ich glaube, dass diese Dinge und Fragen es leider an sich haben, nicht mit laut und nicht mit leiser Stimmen zu sprechen, sondern laut zu quäken und zu quälen, dass mir der Kopf was schaffen könnte. Zacharias und die Menschen vor 2000 Jahren hatten gewiss völlig andere Probleme als wir. Und doch kannten sie natürlich auch schwierige Zeiten, wie die Zeit der Knechtschaft in Ägypten. Immer wieder durften sie in diesen schwierigen Zeiten aber auch die Erfahrung machen, dass Gott zu seinem Volk gestanden und es errettet hat. Davon hat Zacharias ja auch gesprochen. Denken wir nur an das Rote Meer, das sich teilte und die Israeliten durchziehen ließ, während es danach die Armee des Pharaos unter sich bewog. Oder denken wir an das Manna, das vom Himmel fiel und die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste ernährte. Das Manna fiel nachts auf den Wüstenboden und konnte am Morgen aufgesammelt werden. Es durfte nichts, nicht ein Krümel davon aufgespart werden. Alles, was am Abend noch nicht aufgegessen war, verdarb über Nacht. Ja, vielleicht könnte man darin den Wunsch oder auch die Forderung des Herrn nach Vertrauen sehen. Vertraue mir, dass auch am nächsten Morgen wieder Mut für dich, für alle da ist. Wie steht es hier und heute um unser Vertrauen? Können wir uns frei machen von den täglichen Morgenmeldungen und vertrauensvoll in die Zukunft blicken? Oder werden wir innerlich von Angst zerfressen? Haben die Hoffnung auf Besserung verloren und sehen uns am Rande eines Abgrundes, der uns zu verschwinden droht. Und man sagt uns dazu, der Predigtext, in dem es heißt, die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheinen denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ich finde unsere momentane Situation sehr gut gespiegelt in diesem Text, denn nicht wenige fühlen sich zur Zeit so, als säßen sie in Finsternis und Schatten des Todes. Da ist zum einen das allgegenwärtige Virus, dass er nicht nur unseren Gesundheit droht, sondern auch dazu führt, dass wir uns isolieren müssen und dadurch unmöglich vereinsamen. Und wir alle wissen, der Mensch ist nicht geboren, um als Einzelgänger zu leben. Zum anderen aber sehen sich auch etliche in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet. Es sind ja nicht nur Gastronomen und Kulturschaffenden, es sind ja noch eine ganze Reihe von Berufen daran. Nehmen wir nun mal die Landwirte. Ich habe diese Woche gelesen, dass der Discounter-Lidl den Bauern 1 Euro mehr pro Kilo Schweinefleisch bezahlen will. Und alle werden nachziehen. Den Bauern ist der Absatzmarkt zusammengebrochen. Unter anderem deshalb, weil die Chinesen angeblich vor einigen Wochen das Coronavirus auf einer tiefgefrorenen deutschen Schweinshaxe entdeckt haben. Ja, was der Schweinshaxe, aber gut, seitdem bleiben die Haxen zu
arbeiten müssen, das ist schon längst aus den Schlagzeilen verschwunden und interessiert keiner mehr. Und dennoch haben wir als Christen den Befehl, das aufstehende Licht aus der Höhe verheißen wird, nämlich Jesus Christus, haben wir die große Hoffnung auf Erlösung und Errettung. Jetzt zitiere ich mal Zacharias, wie soll das denn gehen? Wieder die Frage, die wir nicht beantworten können. Aber die Antwort fängt noch an mit der zentralen Botschaft des Christentums. Fürchte dich nicht. Wir hatten am Freitag hier eine Trauerfeier für Ilse Maase, eine reizende alte Dame, die ich sehr vermissen werde. Sie hat sich nicht überlegt, mancherlei Schweres mitmachen müssen und dennoch, sie ist einer der wenigen Menschen gewesen, die ich niemals habe klagen oder über andere schimpfen hören. Das ist selten. Manche Schalmeien ohne Ende über andere auf dem Filmfest. Ne? Gut. Ilse Maase hat für jeden noch ein gutes Wort. Und wir haben es verstanden, selbst heiklen Dingen noch etwas Positives abzubringen. Sie hatte sicher auch zu kennen, ließ sie aber nicht aus der Bahn werfen, hat viele Probleme einfach weggelächelt. Und wir haben lächeln viele Menschen Freude schenkt, auch mir. Und darum sage ich euch, lasst es nicht zu, dass die Freude, dass die Furcht uns die Freude nimmt. Wir müssen uns die Freude bewahren, an jedem Tag unseres Lebens. Die Christuslehre am Stadtgang macht im Dezember eine Aktion, die nennt sich 24 Wochen. Vom 1. bis 24. Dezember kann man sich jeden Tag eine Suppe abholen. Ich habe mich jetzt zweimal mitgekocht, übrigens sehr gerne und sehr gut. In der kommenden Woche kommt am Mittwoch bei mich bei, ne? Und Online-Produkte. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute, die gekommen sind, unglaublich dankbar dafür waren, dass andere für sie gekocht haben, dass sie ein paar Worte wechseln konnten. Und wenn auch mit Abstand in gewisser Weise menschliche Nähe spüren konnten. Die Menschheit hat eben auch gerade deshalb dadurch überlebt, dass sie zusammenhalten hat. Und wenn zusammenhalten heute heißt, Maske auf und Abstand, dann ist das irgendwo. Und es wird vorübergehen. Wir werden nicht ewig im Schatten und in der Finsternis sitzen. Es gibt ein Licht für uns. Und der kleine Vorschlag ist der Weihnachtsbaum. Guckt ihn euch an, solange ihr ihn seht, und freut euch doch. Wir wissen nicht, wann und wie es besser werden wird. Aber ich wiederhole, man sollte schon meinen, dass Gott Wege zu finden weiß, die wir noch nicht einmal kennen. In diesem Sinne entwickeln wir uns alle, dass Gottes Licht in unsere Finsternis leuchtet und uns Hoffnung und Zuversicht schenkt. Amen. Thank you.
um diese Weihnachten aufzieht. Ich bitte euch deshalb, guckt auf der Webseite. Die Webseite weiß mehr als ich. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank an alle, die den Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Ich sage mal, liebe Agnes und lieber Thomas, es gibt doch nichts als diese eine Sprache. Der Musik ist nicht schöner. Die Musik versteht jeder auf der ganzen Welt. Und ich merke jedes Mal, wenn du Agnes singst, wenn du Thomas spielst, dass mein Herz sich ganz weit öffnet. Und Halleluja, alles von der Wein rein in mein Herz. Ich danke euch beiden herzlich. Jeder Cent ist gut angelegt. Herzlichen Dank.
und gehe fern vom Beten, als Menschen aus aller Welt, den Weg zu deinem Sohn finden. Verbinde uns über alle Grenzen in deiner Nachfolge, nimm uns die Scheu, uns offen zu dir zu erkennen. Mach uns wachsam gegen alles, was deine Menschenfreundlichkeit verdunkelt. Rücke du uns auf, wenn wir uns nur so in dich geben. Reite für uns und durch uns das Licht deiner Barmherzigkeit aus. Darum bitte ich. Amen. Sprechen wir gemeinsam das Vater unser, für die, die im Gedächtnis kommen, die wissen es, für die, die nicht so richtig gekommen, sei es nochmal, statt für uns nicht in Versuchung, beten wir hier und lass uns nicht der Versuchung entgegen verliehen, sondern erlöse uns von den Bösen, weil wir denken, Gott hat besseres zu tun, als uns alle die Versuchung zu führen. Vater unser Himmel, geheilige dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Thank you.
Amen.